Ja. So, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen zurück zu Vampire's Dawn. Part 20. Ich habe Folgendes gemacht. Ich habe hier permanent gespeichert. Und habe in der Offscreen-Version die Leute, die Jungs und die Mädels, beziehungsweise die Jungs und die Elaine mal ausgerüstet. Genau. Das haben wir gemacht. Jetzt will ich mal gucken, was wir noch haben. Relativ wenig schwache Seelen, aber dafür brauchen wir auch nicht so viele. Das kann man schon mal machen. Im letzten Part haben wir ja die Minen gemacht und ich war mir nicht ganz sicher, was wir hier für Sachen noch brauchen. Wo wir die Inselmine finden, habe ich immer noch nicht so wirklich gefunden. Bringe den Brief von Marlene zu ihrem Onkel in Istan, hole dann von ihr Marlene Bar in Klenna. Das kann ich mir doch nie alles merken. Marlene war hier unten in Klenna. Und ist da, war in der Mitte der Insel. Dann würde ich das nämlich gleich mal machen. Dann können wir eigentlich auch diese Insel mal erkunden. Das sollte eigentlich funktionuckeln. Weil man kann ich das nicht ein bisschen größer stellen. So ein bisschen. Ja, wenn man aus dem Spiel raustappt, macht das Spiel sozusagen automatisch Pause. Ist da! Hallo! Willkommen in Ist da, Fremde! Soll ich euch ein bisschen den Stadtaufbau erklären? Auch klar, warum nicht? Also im Grunde gibt es nicht viel zu erzählen, aber die meisten Häuser hier sind Wohnhäuser. Ist das eine kleine Stadt, gegründet von einigen Holzfällen, die hier im Wald das Holz schlugen und es dann in andere Städte exportierten. Auch heute noch gibt es Holzfäller hier, wenn auch nicht mehr so viele wie damals. Der einzige Laden in Ist da liegt im Osten. Er hat aber ein gutes Angebot von Rüstungen, Waffen und Tränke für das leibliche Wohl. Wir hatten auch mal einen Pub, der ist aber bedauerlicherweise abgebrannt. Glücklicherweise auch nur der. Ich hoffe, das hat euch geholfen. Jo, warum nicht? Gehen wir mal in die Häuser rein. Hallo. Oh, hallo. Was ist los? Du klingst so bedrückt. Ach, ich fühle mich einsam. Hast du denn keine Freundin? Nein, das ist ja. Hier in der Stadt will keine mit mir ausgehen. Naja, in anderen Städten schon probiert, eine Frau zu probieren. Nein, das habe ich noch nicht. Denn ich weiß überhaupt nicht, wohin ich gehen könnte, um eine gute Freundin zu finden. Wie wär's mit der harmonischen Stadt Shana? Shana? Das ist doch die Stadt auf der kleinen Insel im Süden. Genau, ich habe gehört, da soll es viele nette Frauen geben. Und leere Häuser gibt es auch, also sollte ein Umzug deinerseits kein Problem darstellen. Du hast recht, ein Umzug wird mir gut tun. Auf nach Shana. Sag mal, Aska, warum nach Shana? Ach, ich habe mir gedacht, nachdem ich dort etwas aufgeräumt habe, könnte man die Stadt mit auserwählten Leuten wieder füllen. Außerdem haben wir so immer eine Stadt voller gute Menschenblut. Und sonst steckt da nichts dahinter? Nö, eigentlich nicht. Trank der Ewigkeit. Ja, Anfang hat der Aska ja die Shana-Stadt komplett platt gemacht, weil sie allein geköpft haben. Aber aus irgendeinem Grund will der Aska die jetzt wieder bevölkern. Vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Hallo, ich bin der Schmied der Stadt. Wenn ihr Waffen und Rüstungen braucht, dann geht in den Laden hinter mir. Danke, das werden wir. Ich persönlich schmiede die Waffen und ich garantiere euch beste Qualität zu guten Preisen. Gucken wir mal, was er hat, aber ich glaube nicht, dass er eine bessere Rüstung hat als die, die wir anhaben. Ja.
Und die Waffen sind wahrscheinlich genauso. Ah, nee. Jo, ich glaube, er ist mit Level 40. Ah, warte mal, der hat doch hier noch ein paar Sachen. Haben wir überhaupt noch Kohle? Ja, das mit dem Geld hält sich in Grenzen. Ladenbesitzerin. Ja, was hast du denn? Entschuldigung für das Rauschen. Schmerzmittel, davon haben wir alles. Ich habe natürlich auch noch mitge... Haben natürlich das Zeug auch noch mitgeheigert. Mhm. Entschuldigt bitte, aber ich muss noch viel Holz hacken. Also lass mich bitte meine Arbeit machen. Natürlich, wir möchten dich nicht stören. Ich nasche jetzt gerade ein paar Schokobons. Die schmecken aber so geil. Was habt ihr in diesem Haus zu suchen? Wir wollten uns nur ein bisschen umsehen, mit den Leuten reden. Ja, ja, sicher. Ihr seid doch Diebe, die jedes Regal durchforsten, wenn sie dort nicht finden, die Einwohner ausrauben. Nein, sind wir nicht. Seid ihr doch. Seid ihr doch. Ja, ich hab's gewusst. Diese Gören sind doch alle gleich. Lecker. Ah, ist geil, du bist der Hammer. Hallo, kann ich euch helfen? Nein, aber vielleicht können wir dir helfen. Jetzt, wo ihr fragt, da gäbe es schon eine Kleinigkeit. Worum geht's denn? Naja, ich bin schon länger auf der Suche nach einem Talisman für meine Tochter. Sie verreist bald und ich möchte nicht, dass hier was passiert. Und wir sollen einen für dich besorgen. Wenn du das für mich erledigen würdet, wäre ich euch sehr verbunden. Warum nicht? Ich glaube, ich habe mir deswegen einen besorgt. Ja, super. Mhm. Also machst du jetzt keine Reise mehr und pipapo. Und er gibt uns jetzt einen Ring, der sich seit langem erst gruselig... Oh. Das hat sich wirklich gelohnt. Vampirring plus 1 Heilung. Ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Mal gucken, ob er hier noch was hat. Das war richtig geil. Lebensnektar gibt uns maximal plus 1 LP. Kriegt natürlich alles sehr wahlnah. Du hast nichts gesehen, ne? Hey, lass mich bitte schlafen. Entschuldigung, wir wollten dich nicht wecken. Na, dann geht bitte. Okay. Ja, Asuka würde sich bestimmt gerne dazulegen und ein bisschen an der Dame herumsaugen. Na, der Asuka ist ein kleiner Schwerenöter. Der denkt immer zuerst ans Essen. Dornenschild. Wir sind zwar besser ausgerüstet, aber erstens kriegen wir so Geheimnisse und wir bekommen, ja, können wir verkaufen. Haben Sie das Neueste gehört? Elfriede soll ein uneheliches Kind bekommen. Ja, sowas aber auch. Was für ein Skandal. Das Kind ist bestimmt von ihrem Geliebten und ihr eigentlicher Freund weiß auch nichts davon. Ich glaube, ich werde da mal gehen. Pff, Sie sind wohl nicht an meinem Klatsch und Tratsch interessiert. Nun ja. Genau wie mein Mann. Männer sind doch immer alle gleich. Wen interessiert das, ob irgend so eine Trulla ein uneheliches Kind hat? Solange sie es gut aufzieht. Ah, Marlenes Onkel. Danach muss ich nach Klenner zurück. Erstmal hier nochmal gucken, was wir in der Stadt machen können. Hallo. Hallo, wie kann ich euch helfen? Ich weiß nicht. Vielleicht interessiert euch ja, dass ich östlich der Stadt einen wunderschönen Platz im Wald gefunden habe. Dort ist es schön.
Bisher habe ich niemanden davon erzählt. Ich will nicht, dass alle davon wissen. Aber euch kann ich ja verraten. Ihr sagt es doch nicht weiter. Nein, natürlich nicht. Dann ist ja gut. Warte mal, wo war das? Östlich der Stadt. Auf der rechten Seite. Gut. Wollen wir uns diesen Platz doch mal angucken? Hallo, kleines Mädchen. Hallo, du. Mein Papa ist Holzfäller und ich liebe ihn total. Das ist sehr schön. Ja, Papa hat schon den ganzen Tag, damit er und ich und Mama immer was zu essen haben. Das ist super. Ja, Papa ist der Beste. Und bald sicher der Blüglerste. Auch Aska, lass der Kleine doch den Papa. Hallo, Frau im roten Kleid. Hallo, ihr wisst nicht zufällig etwas über den Schrein der Luft? Schrein der Luft? Anscheinend nicht. Also, der Schrein der Luft soll voller magischer Energie sein. Und einen Teil dieser Energie zu erhalten, muss man bestimmte Steine verwenden. Ich habe gehört, dieser Schrein soll irgendwo in den Bergen sein. Leider weiß ich nichts Genaueres. Wir hören jedenfalls zum ersten Mal davon, aber deine Information hat uns schon viel geholfen. Danke. Nicht zu danken. Nur schade, dass ich keine neuen Erkenntnisse durch euch bekommen habe. Ja, das ist schade, ne? Ich beschäftige mich wie meine Frau mit mythischen Schreinen. Wir haben gemeinsam schon einige Erkenntnisse gewonnen. So wissen wir, dass es in etwa 4 bis 6 verschollene Schreine auf dieser Erde gibt. Allesamt voller magischer Energie. Um diese Energie zu nutzen, muss man verschiedenfarbige Steine besitzen und sie an diesen Schreinen benutzen. So stand es jedenfalls in einigen alten Aufzeichnungen. Für jeden Schrein gibt es eine farbspezifische Steinart. Das ist schon eine Menge Wissen über diese Schreine. Ja, durchaus. Jahrelanges Durchsuchen alter Schriften und ähnlichem wissen wir heute schon ziemlich viel. Aber jetzt lass mich bitte ein bisschen nachdenken. Na klar, das war super. Schmerzmittel? Ja. Ja, sonst haben die nicht viel. Das war eine richtig gute Information, muss ich ganz ehrlich gestehen. So, östlich der Stadt hier. Soll es was geben? Oh, alte Krieger. Komm, Walner, geh mal nuckeln. Dann kann ich eigentlich den Blutvorrat von dem Walner gerade ein bisschen auffrischen. Der Lane verteidigt sich, weil die Lane schneller ist als der Walner. Der Walner ist schneller als der Aska. Und ich bin mittlerweile von dem Schaden her so weit, dass ich die alle one-hitte. Deswegen lasse ich den Walner saugen, den Aska angreifen und die Lane abwehren. Dass ich meinen Blutvorrat ein bisschen füllen kann. Ach, scheiße. Ne, gut, der Aska ist mir ja relativ egal. 3 normale Seelen. Östlich der Stadt soll es einen schönen Platz geben, hat die Kleine gesagt. Aber irgendwie... Ich glaube, der Walner ist sogar schon voll. Muss ich mal kurz überlegen. Soll es einen schönen Platz geben? Östlich der Stadt, das ist auf der rechten Seite. Allerdings weiß ich jetzt nicht ganz, was ich davon halten soll. Schrein der Erde. Schrein der Erde, nicht schlecht. Das ist natürlich ziemlich... Boah, Erdwächter sind übel, glaube ich. Ich weiß nicht. Aber wir haben noch keinen braunen Stein. Ich glaube, Erde braucht Braun, soweit ich weiß. Der Wasserschrein braucht Blausteine, der Feuerschrein rote, der Lichtschrein weiße und der Schattenschrein schwarze. Deswegen lassen wir das mal hier sein. Das ist auch der schöne Ort, den die gemeint hat. Nicht schlecht. Jetzt will ich aber mal zurück nach Klenner, bevor ich es vergesse. Und dann gehen wir nochmal zurück nach Ista und gucken, ob wir da noch ein paar Informationen finden. Das mit dem Schrein war natürlich sehr nice. Darf ich natürlich nur nicht vergessen, sonst bin ich... Wenn wir da mal was finden sollten...
Klenner war ganz unten. Hier gibt es ja noch die Ruinen, die wir besuchen müssen. Es ist schon Nacht. Ich glaube, Marlene, wenn mich nicht alles entsinne, war die gute Freundin vom Wallner. Nee, das ist das alte Haus vom Wallner. Wir müssten entweder hier rechts oder unten links. Nee, das ist das Haus vom Bürgermeister. Genau, die waren am Essen. Setzt euch doch. Nee, danke. Oh, hä? Nee, das sind nur reiche Mann und reiche Frau. Ein schöner Drecksäcke. Das ist das Haus vom Bürgermeister, das ist der Waffenschmied, Rüstungsschmied. Marlene, lass mich mal. Also entweder ist die aus. Warte mal, lass mich mal gucken, woher die Marlene sonst noch kommen könnte. Nee, Tessa nicht. Entweder aus Asran oder Uruya. Ah, Melsan könnte auch sein. Dann würde ich sagen, gucke ich mich nur mal in Melsan um. Ich glaube es zwar nicht. Ich meine eher, ich wette mit dir, das ist jetzt genau, das ist jetzt so wieder ein typisches Szenario. Wenn ich mich jetzt in... Hier gibt es noch was zu finden. Das ist Schrein der Luft, glaube ich. Dürfen nur nicht. Na, komm schon. Da gibt es auch was zu finden, aber es ist die Frage, ob ich da noch schon hin will. Es könnte natürlich sein, dass die Marlene aus Melsan kommt. Da bin ich mir aber nicht so sicher. Elena, ich liebe es, für meinen Mann zu kochen und ich liebe es, wenn du für mich kochst. Oh. Nein, Hilfe! Oh. Stimmt, die haben ja Angst vor uns. Wegen der Feuertaufe, die ist genauso. Okay, dann, ja, das war mir wahrscheinlich klar. Hier gibt es auch bestimmt noch was zu entdecken. Hey, ihr habt nicht zufällig jemanden gesehen, der einige Wachen getötet hat. Wie kommst du denn drauf? Wir haben nichts gesehen. Hätte ja sein können, aber wenn ihr ein paar anhält. Ja. Gehen jetzt nach oben. Laufen rum. Und wenn wir mal rauskommen, greifen die uns an. Wette ich mit dir. Verschlossen. Das habe ich schon durchsucht. Nee. Normalerweise greifen die uns an, wenn wir ein-, zweimal reinkommen. Na, komm schon. Oder greift er uns nur an, wenn wir böse sind? Du kannst ja hier gut und böse sein. Na gut, dann halt nicht. Ich habe jetzt alles hier in Melsan durchsucht. Ich wette mit dir, der war in... Dingsbums in
bei Tranak da in Asran, glaube ich. Hier gibt's auch was. Das weiß ich. Weiß nämlich was. Horrorkoralle. Yo, ich würde sagen, die macht Damage. Das soll, also die ist wahrscheinlich auf... hier gibt es schon starke Seelen. Wir schaffen das schon. Wir sind soweit ganz gut, aber... Und noch haben wir ein Problem. Dann wird das wahrscheinlich hier sein. Marlene ist ein Mädchen. Ist wieder langweilig. Tag ein, Tag aus das Gleiche. Das ist nichts für mich. Ich langweile mich lieber, dass ich mich anstrenge. Ja, super. Hey, ihr Gesindel. Sofort raus aus meinem Haus. Ich hoffe, okay. Ja, okay. Das ist nur ein Warengeschäft. Und was ist das hier? Drei kriminelle Hausbesitzer festgenommen. warte mal. Marlene. Dieser Rollenkuh sollte man wirklich mal eine... Ach komm schon, übertreib nicht. Um die Macht der fünf Schreine bedarf es magische Steine, Farbe. Rot steht für Feuer, Blau für Wasser, Gelb für Luft, Braun für Erde, Weiß für Licht und Schwarz für Schatten. Okay. Haben wir auch schon mal das Wissen angeeignet. Das ist ganz schön laut, diese Musik hier. Aber irgendwo müssten wir doch die Marlene noch finden. Ich hatte hier auch sonst keine. Ah ne, das ist nur der kleine Junge. Und seine alte Oma. Gut, kann ja auch Marlene heißen, ne? Aber ich glaube nicht. Okay, die Geschichte von Dunkle Schatten, das gibt's auch. Das ist auch ein Spiel von Alexander Koch. Ist auch relativ kurz. Okay, das ist die Frau. Und der Mann oben wollte, dass wir dem Schmetterling geben. 15 Minuten der kostbaren Zeit. Mädchen, du machst doch sowieso nichts den ganzen Tag. Also hör mal auf, hier rumzupimmeln. Hallo, hallo, ihr seid ja richtig nett im Gegensatz zu den anderen Stadtbewohnern. Ach, ich wollte ja noch nicht alt. Wohne ja auch noch nicht allzu lange. Ja, und ich bin schon alt. Warum sollte ich mir also den Umgang zu der anderen Stadtbewohner angewöhnen? Schön zu hören. Er sagt, ihr seid nicht zufällig im Besitz einiger antiker Münzen, oder? Ich bin nämlich leidenschaftlicher Sammler und biete euch ganze 100 Philaterstücke an. Ja, wir haben sogar welche. Wollt ihr sie mir verkaufen? Nee, nicht ganz. Sorry. Weil mit den antiken Münzen können wir, glaube ich, noch was anderes machen. Ansonsten können wir die dem später noch verkaufen. Ja, die sind alle relativ assig. Habt ihr den Gegenstand schon? Nein, wir sind noch nicht so weit. Nee, die Kleine... Was haben wir hier?
Da ist ja mal ein Schlauer. Wir wollten nur nach dem Rechten schauen. Mir geht's gut, danke. Stimmt, der hat uns ja die Sprache der Elras beigebracht. Mehr oder weniger. Ups. Habe ich vergessen, ein Haus noch zu erkunden. Aber ich bin mir sicher, dass wir sonst noch kaum irgendwo unterwegs gewesen sind. Ich weiß noch nicht, wo ich noch... Ach so, das war die reiche Trulla. Ah, das war der... Die Kirche von Vincent. Da wollen wir jetzt nicht unbedingt hin. Kann uns relativ gestohlen bleiben. In welchen Städten war ich denn schon alles? Wo habe ich denn die Marlene getroffen? Sagt mir das der Status wahrscheinlich nicht, ne? Bringe den Brief von Marlene zu ihrem Onkel in Ist und hole dann von ihr die Belohnung ab. Ja, super. Obwohl, eine Sache könnte noch gewesen sein. Und zwar könnte die Marlene noch ein Lim gewesen sein. Ich will mal hier auf das Boot. Auf dem Wasser können wir uns nicht bewegen, aber wir können irgendwie hier aufs Schiff. Die greifen uns jetzt an. Wer seid ihr? Dein schlimmster Albtraum. Ja, wir können die Schiffe hier alle versenken. Da gibt es zwei Wege. Wenn wir das Schiff jetzt verlassen, versenken die das. Oder wir können natürlich hier die Leute klatschen, die Seelen uns aneignen. Und dieser Albtraum wirst du nie wieder erwachen. Ihr elende Monster, jetzt werdet ihr sterben. Sind alle Matrosen so naiv? Der Captain gibt nämlich auch noch ordentlich XP. Aber das ist nicht so das Schlimme. Aber in den Captain-Kajüten ist meistens noch was richtig Geiles drin. Die Schiffe sind alle relativ easy oder gleich aufgebaut. Matrosen geben normale Seelen, sind relativ einfach. Der Captain ist meistens ein kleiner Lümmel. Und ansonsten passiert da nicht viel. Angriff, vielleicht kann der Aska noch mal schlucken. Das hört sich so falsch an, aber dann nuckelt er so gerne. Oder auch nicht. Das sollte wohl nicht sein. Ist aber alles voll. Hier gibt es meistens noch mal was. Aber meistens nur eine Kleinigkeit. Wenn ich jetzt den Fledermausmantel beschwöre, dann machen die das Schiff kaputt. Wir haben zwar diese kleinen Sachen schon, aber vor allem gibt es hier diese Kisten. Naja, komm her, Captain. Ei, ihr Lümmel, werdet jetzt gleich über Bord gehen. Versuch's doch. Sorry, Kapitän erscheint. Heiliger Sturm, schwarze Energie, Schattenstrahl. Mach ich mal. Todesstrudel und was hat hier Lane? Ein großer Feuerball. Wollen wir mal gucken, was das macht. Ja. Yo. Yo. Würde mal sagen, auch eine normale Seele. Ja, super. Grüß die Fische von mir. Speicherstein hat sich doch gelohnt. Warum nicht? Selbst wenn wir den selten brauchen. Wir haben jetzt alles. Lass uns das Schiff versenken. Gut, gut. Wrecked. So, hier gibt es zwei Sachen, die müssen wir erkunden. Hier gibt es noch ein paar Sachen, die müssen wir erkunden. Aber erstmal möchte ich Marlene finden. Hallo, hallo. Sag mal, irgendwas passiert in letzter Zeit? Nun, pipapo. Haben wir ja schon gesehen. Die Musik ist wunderschön.
Junge Frau. Marlene muss ein jüngeres Mädchen sein. Ihr seid anscheinend nicht von hier. Das ist das Lagerhaus, glaube ich. Warte mal, wo bist du denn? Ah, ihr kommt wohl aus... ihr kommt wohl immer ungebeten zur Haustür. Nein, nicht immer. Aber immer, was rede ich da eigentlich? Verschwindet! Ah, die ist relativ unfreundlich. Obwohl so das... obwohl mir das wirklich gut gefällt hier, die, das weiße Gewand und die pinken Haare haben schon etwas Magiehaftes an sich, muss ich sagen. Gefällt mir. Frau mit langen Haaren. Sucht ihr etwas Bestimmtes? Ja, ein paar Informationen, was so los ist. Nicht viel. Okay. Ich gucke einfach, ob die Marlene hier ist. Ich sollte echt bei solchen Quests Buch führen. Ich glaube nicht, dass das die Marlene ist. Hallo, kann ich euch helfen? Könntest du mal was trinken gehen? Dann verstehe ich dich auch besser. Nur ein paar Kinder. Jetzt reden sie alle über die Höhle. Die zwei pissen sich an. Die alte Frau und der alte Mann. Du bist auch ein Angsthase. Nein, bin ich nicht. Ich bin voll echt. Ja, ja, du hast in die Hosen geschissen wegen dem Wolf. Warte mal. Du könntest... Habt ihr das Armband gefunden? Nein, okay. Die will, dass wir nun... Hä? Waren wir hier schon drin? Das ist Bürgermeisterhaus, aber das muss ja nichts bedeuten. Junge Frau, er wird langsam gut im Lügen. Die sagt, wir sind Diebe und er so, nein, wir wollen nur nette Menschen treffen. Und sie sind nette Menschen treffen. Na gut, aber fasst nichts an. Ich habe erst kurz sauber gemacht. Okay. Fleißige Dame hier alles. Achso, nicht mehr das Haus des Bürgermeisters. Sowas aber auch. So, dann gibt es hier nichts zu erkunden. Dann muss ich mal gucken, wo die Marlene zu finden ist. Hier gibt es aber noch Ruinen. Die Ruinen von Lim, von altem Lim. Ups. Aber die erkundigen wir beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.